Was haben wir da denn? Ein Brief? Okay. Wollen wir mal gucken, was hier der Brief zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Gerade bekommen hier. Ein komisch hier. Kein Absender, nix. Ganz komisch. Wie? Wie? Ich muss mich ja persönlich kennen oder so. Einfach Adresse? Okay. Okay, das ist nicht lang. Willkommen zu einem weiteren Fanpost-Opening. Und zwar habe ich diesen mysteriösen Brief mit dem Buchstaben K zugeschickt bekommen. Wir schauen mal direkt rein, was dort drin ist. So richtig prall fühlt er sich nicht an. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was dort in diesem Brief zu finden sein wird. So, wir machen das Ding mal auf und lesen mal, denn ich bin mega gespannt, ob das nicht wieder eines der geilen Rätsel ist, die ich auch in der Vergangenheit hier bekommen habe. Los geht's! Willkommen zum Opening eines Mystery-Briefs, den ich in meinem Briefkasten gefunden habe und wo ich gespannt bin, wer mir den zugesendet hat und was da drin steht. Schauen wir doch mal rein. Ich hoffe, der ist nicht zu krass zugeklebt. Ach, geht. Und dann schauen wir doch mal. Boah, sieht doch mal schon mal kurz aus, wenn man hier so durch die Kamera blickt. Mal gucken, ob da irgendwelche privaten Daten draufstehen. Nein. Ja, Leute, na, wie es aussieht, habe ich heute ein kleines Opening für euch. Und zwar habe ich, naja, einen Brief bekommen. Beim K. Seltsames Opening, aber ey, ne, Leute, ihr kennt das ja immer, die Jagd nach dem Content. Gehen wir einfach mal direkt rein, was es mit dem K zu tun hat. Ich hoffe, das K steht nicht für Finanzamt. Anyway, schauen wir mal, was das ist. Heute haben wir uns ganz besonders am Start, und zwar einen Brief, den irgendwer in meinen Briefkasten geworfen hat. Da steht auch nur K drauf. Keine Ahnung, wer das war. I don't know, wie er es gemacht hat, wo er überhaupt weiß, wo ich wohne. Aber es scheint irgendwas mit Yu-Gi-Oh! Zu tun haben, deswegen dachte ich mir, wir machen das einfach mal auf und ja, gucken mal, was drin ist. Jo, das kommt zu einem neuen Video. Freunde, wir kommen heute zu einem Opening und ich habe heute einen komischen Brief erhalten, und zwar den hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es sich dabei handelt, aber ich würde sagen, wir können das gute Stück ja einfach mal öffnen und schauen, was sich hier drin so befindet. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hatte ich einen Umschlag in meinem Briefkasten und aktuell habe ich etwas Probleme, Ideen für Videos zu finden. Darum dachte ich mir, mache ich ein kleines Opening. Hier steht kein Absender drauf, nichts, nur ein K. Und ja, machen wir das Ganze mal auf. So. Keine Karte drin, schade. Ich habe heute einen merkwürdigen Brief bekommen, der nur mit einem K adressiert ist. Und den werde ich jetzt aufmachen. So. Es ist soweit. Am 17.06.2023 findet die deutsche Meisterschaft statt. Fact. Aufgrund deiner Neurondaten ist uns bekannt, dass du an diesem Wochenende da sein wirst. Da hat er recht. Dieser Brief ist eine Einladung zu einem besonderen Turnier. 8 ausgewählte Duellanten werden in einem K.O.-System gegeneinander antreten. 8 ausgewählte Duellanten. Ich hoffe, dass der ein oder andere YouTube-Kollege ebenfalls so einen geilen Brief bekommen hat. Natürlich. Ich würde es auch. So, wird es gehen. Der Gewinner erhält 10.000 Euro. Das ist ein krasses Preisgeld, ja. Das ist aber ja gar nicht so gewohnt. Also, weil dann der Weise, möge der Bessere gewinnen. 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 K. Also K ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Interessant. Ich bin gespannt. Freue mich drauf, bin gespannt, wer die anderen ausgewählten Duellanten sein werden. Ich bin bereit. 10.000 Euro. Klingt verlockend. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich nehme die Herausforderung an. Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber krass, dass ich eingeladen wurde, von wem auch immer. Aber ich würde sagen, einem Duell geht der gute C zu dem K niemals aus dem Weg. Ich bin also dabei. Dann bin ich doch sofort dabei. Klar, ich bin dabei. Natürlich. Ja, ich nehme die Einladung auf jeden Fall an und nehme natürlich das beste Deck mit. Na, wenn es um 10.000 Euro geht, da muss man auch schwitzen. Dann nehme ich ausnahmsweise auch mal ein Top-Tier-Deck mit. Und zwar kennen die meisten wahrscheinlich von euch die Antwort. Es ist Scareclaw. Let's go. Ich nehme an. Wir sehen uns.
herzlich willkommen und schön, dass ihr euch alle versammelt habt. Kommen wir nun zu unseren Paarungen. Als erstes RNTCG versus Card Journalist. Als nächstes CK Phoenix versus DTV. Danach Nivska YGO versus Schattenspieler. Und zuletzt Renebrain versus Dr. Wurstpeter. Mögen die Spiele beginnen!